So, meine Freunde, wir fahren weiter in unserer Retro-Meisterschaft. Und zwar fahren wir heute Nürburgring Retro 24. Und zwar dreimal Nürburgring, einmal Mühlenbach, einmal Sprint und einmal den GP. Fangen wir an, wir fahren mit unserem M3 E30. Top-Gerät, Top-Auto. Ah, hier haben wir schon mal alles komplett geschafft, das ist schön zu sehen. Mit 6 gemeisterten Kurven und 100% Ideallinie. Die Strecke ist hart, aber du kommst damit klar. Komm schon, konzentrier dich. Sieht schon geil aus mit der Bombe. Gefällt mir. Nein, 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 nein. Scheiße, voll spät gestartet. Fahr ich mal in der Mitte durch. Der 190er, der bremst gar nicht. Und den müssen wir uns ranheften. Tja, dein Pech, wenn du zu früh bremst. Aua! Hey, komm mal nicht. Hallo! Bleib mal ruhig, Alter. Fährt ihn wieder tausendmal hinten rein. Wie so ein Behinderter. Hey. Es verschwimmt nicht wieder alles so. So, wie lange haben wir braucht? 55 Sekunden. Eine Runde lang müssen wir führen. Eine saubere Runde fahren. So, Runde Führung haben wir jetzt gleich. Jetzt. Ups. Ich finde die Strecke total geil, muss ich ehrlich sagen. Die macht absolut Bock. War es bei euch eigentlich an Pfingsten, ne? Auch so unendlich heiß, ey, du kannst du nicht aushalten. Dachte ich sterb. Du setzt dich hin und du fängst zu schwitzen an. Ist krass, ich auf der Arbeit musste ich für den Chef, warum immer ich weiß es nicht, musste ich für den Chef so Bistro Tische, so Stehtische einladen in einen Hänger. In der Hänger ist was, wobei ich das komplett überdacht. Mit Wand, links, rechts, hinten, vorne, oben, Dach. Da drin. Alter, du bist reingelaufen in den Hänger. Und auf der Haut stand der Schweiß. Gesicht ist es nur so runtergelaufen. Ich dachte, boah, was ist das? Na, viel zu heftig, Leute. Ich sag's ja, viel, viel zu heftig. Na gut, wenn ihr jetzt, ich denke mal, viele von euch sind in der Schule. Oder wenn ihr arbeitet, Büro zum Beispiel, kann ich keine Klima. Da stelle ich mir das auch richtig, richtig übel vor. Bei uns auf der Arbeit geht es zum Glück teilweise. Wir haben zwar auch 40 Grad teilweise, aber wenn der Wind geht, dann kriegen wir das auch ab. Weil einfach Tor auf, hinten vorne. Man kann es da durchpfeifen, aber ich stelle es mir echt so ein Büro voll hässlich vor. Ich habe zwar auch schon im Büro gearbeitet, wenn, aber boah. Davon abgesehen, dass der Job sowieso nichts für mich ist, ich brauche mal Autos. Ist einfach so. Da stelle ich mir echt hart vor. Oder echt so in engen Räumen ohne Klima. Uff. Vor allem, ich finde, das Schlimme ist immer, wenn es so plötzlich so heiß wird. Ich sage jetzt, an dem Freitag war es schon extrem warm, am Donnerstag davor war es eigentlich so angenehm. 20. 25 Grad müssten es gewesen sein und dann gleich plötzlich BAM 30 ins Gesicht. Das ist sowas, finde ich zu heftig. Acht sind wir schon gefahren, ey. 47,707. Hast du es mal richtig gezeigt. Platz Danke. 1, wir haben gewonnen. So, Sprint.
Da haben wir noch wieder noch gar nichts. Wie viele Runden? Vier Runden. 3,6 Kilometer. Okay, hör gut zu. Die erste Kurve hier ist eine super Überholmöglichkeit. Es ist eine breite Haarnadel mit einer Senke in der Einfahrt. Mit dem richtigen Timing kannst du Platzierungen gut machen. Öltemperatur auf kalt, dann kann ich dem Auto ja nicht gar nicht geben. Tja, das Problem ist halt, dass ich einfach. Wartet mal. ABS ein, niedrig, nein, nein. ABS haben wir das schon immer ein. Ich schalte jetzt mal aus. Wie das so wirkt beim Fahren. Komisch wirkt's. Macht's halt nicht mehr wirklich möglich, in Kurven zu bremsen. Wir hängen sie halt schon wieder ab. Ich weiß gar nicht, was los ist. Fahre ich so gut oder? Okay, nee, das glaube ich eher nicht. Sonst hat man ja auch mehr Probleme. Eine von neun Kurven erst gemeistert. Wie bitter ist das? Dann können wir ohne ABS eigentlich auffahren. Das Auto dürfte ja normalerweise eh keine Helferlein haben, vom Alter her. Ach, wir haben saubere Runde schon geschafft, 100% Ideallinie. Natürlich extrem schick. Ups. Jetzt Kickdown geben und weiter geht's. Das fahre ich zusammen. Jetzt muss man wieder ein wenig mehr ans Limit gehen. Ich hänge die fast nicht mehr ab. Seit einer Runde schimmeln die da auf gleichem Abstand hinter uns. Mit dem Auto machst du definitiv nichts falsch, wenn du es kaufst. Pfeift's immer wenn kurz, wenn die Räder blockieren. Schöne Sonne, hallo. Alter, ich tu Rollen. Kurve gemeistert. 3 von 9. 5 Sekunden schneller. Lasst uns übertreiben. Das ist halt auch so ein Problem mit ABS, also ohne ABS. Das
fährt sich echt anders. Aber irgendwie ist es halt auch nicht sonderlich schwer. Es ist halt einfach für ziemlich früh von der Bremse wieder gehen. Dann geht es eigentlich schon klar. Und das Auto bremst eh abartig. Boah, wenn wir die jetzt halt nicht, ja, eben, ich wollte es gerade sagen, wenn wir die jetzt halt nicht gemeistert hätten, dann weiß ich aber auch nicht mehr. So, 6 von 9 Kurven haben wir schon. Auch nicht geschafft, schade. Schade, schade. Nochmal 2 Sekunden schneller. Ich glaube, jetzt hat bezieht sich der Abstand wirklich auf die Gegner. Sonst war es ja irgendwie immer auf Rundenzeiten. Jetzt hat er irgendwie nicht. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Kurve auch noch schaffen. Bringt ja eigentlich eh nichts, nur 5 Punkte oder so. Komisch. Was auch immer ich an der Kurve falsch mache. Tausend Punkte braucht man nur noch. Und durch die Führung, Ideallinie, wir kriegen so viele Punkte. Oh, die haben wir geschafft. Schön. Immerhin 7 von 9, also das ist für, gut für meine Verhältnisse, da ich ja eh nicht so der Kurvenräuber bin. Dürfte vielleicht sogar eine neue Bestzeit, ja definitiv. Uiuiui. 1,47. Danke. 5.500 Euro. Und jetzt kommt noch Nürburgring. Okay, die besten Überholmöglichkeiten gibt es am Anfang und am Schluss. Die entscheidenden Stellen sind Turn 1 im Castrol S sowie die Schikane kurz vor dem Ziel. Sorry Leute, ich kurz einen Game Crash gehabt. Jetzt sind wir wieder da. Und wir verpressen sie schon wieder vom Feinsten. Ja, das sind wir doch gerade schon gefahren. Ganz tough, jetzt haben wir die Kurve geschafft. Wie abartig, das ist nicht so dunkel alles. Nicht so dunkel alles, das ist alles so dunkel. Ich habe das Gefühl, da werde ich mal einen ganz saftigen Abflug irgendwo machen. Prozent Ideallinie, ach du Scheiße.
Ist doch GP, gell? Ist doch das, was DTM und so fährt, oder? Ah, warte mal, ich muss mal schnell schauen, ob Ding noch aus ist. Ja. Das ist so dunkel, ich sehe echt nichts. So, ich lasse mich schon voll anrollen und alles. Ja, genau, leuchtet mal hinter mir. Leuchtet wegen an mir vorbei, leuchtet mal da vorne irgendwo hin. Wäre ganz nett von euch. Saubere Runde und eine Runde Führung. Sehr gut. Schön Drift rumgezogen. Schön zum Anschauen, aber effektiv meinen. Sekunden. Viel zu arg gebremst. Nein, 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 nein. Mies gefahren. Richtig, richtig mies. Ich traue mich bei Nacht nicht Vollgas zu geben. Okay, also in solchen Passagen, die kenne ich ja, da dürfte mir eigentlich keine Fehler passieren. Die dürfte ich auch blind fahren können. Zehn, 20 km/h zu viel bremse ich ab. Eigentlich fahre ich nur noch gegen mich selber und gegen die Kurven. Ne? Der Gegner, das ist irgendwie nicht so wirklich die Bedrohung. So, last round. Schauen wir mal, ob wir das auch sicher ins Ziel bringen. Jetzt haben wir es ja schon in drei Runden zweimal gemeistert. Diese erste Kurve. Und vor allem, wir sind 4 Runden nicht geschafft. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Da war der Affen. Scheiße. Block wenigstens den jetzt auch noch. Ja, oder auch nicht. Scheibenkleister.
haben noch ein wenig Zeit. Jetzt fahre ich auch wieder so einen Scheiß zusammen. Alter, der bremst ja gar nicht. Ach, verdammt. Scheiße, das war knapp. Gut, bin ich zwar jetzt nicht so zufrieden damit, aber was soll's. Und das haben wir auch geschafft. Da haben wir nie eine Zeit gefahren, oder was? Ach doch. Braucht bloß wegen, bis es aktualisiert. So, das kommt dann im nächsten Part. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Flashy. Ciao!